Okay. Was will denn bitte? Was soll die Dampframmel, ey? Erinnert mich irgendwie an meine Boxerdame. Meine Boxerdame anfing zu laufen, ne, dann... Wilderer. Mal sehen, wie es dem Bord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eintritt. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Ist ja voll krass. Alter. Lauf da. Alter, wie so eine Lok? Ich werde den Lord der Küste nicht aufhalten. Du hast viel. Netter. Aber schwierig dann bei dem Vollspeed zu lenken. Voll mega geil. Alter, Hammer! Das sollte ich untersuchen. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Wie überaus schwarz. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Das ist nicht die erste. Ne? Epischer Fight, epischer Reittier. Glückwunsch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Fiana. Vielen, vielen Dank. Alter, das geht ja. Oh, scheiße. Die ist manches Mal echt schwer zu lenken. Ey, die ist ja... Oh. Oder er? Weil er sagt immer sie, ne? Krass. Lässt jetzt einfach nochmal so stehen. Bis auf die! Die standen gerade gut! Alter! Das war krass! Okay, langsam! Na also! Voll Hammer! Was? Ah, da bist du gerade, okay. Hast ja noch so ein bisschen was vor dir. War sehr schön. Info, Tierzucht etc. Kurze Info an Alisea. Die Wolfswelpen laufen jetzt mittlerweile im Gehege herum. Wenn ihr mal ein vernünftiges Wolfsgehege wollt, ne? Dörfherden, Wolfscenter. War wunderschön. Bis Ende August sind noch die Wolfswelpen da.
Von daher, wenn ihr sowas sehen wollt, geht hin. Ist geil. Da ist auch mein Lieblingswolf, Mietja. Muss ich jetzt... Er muss da drauf. RCS muss drauf. Reicht das? Okay. Ups. Zeit für einen Ausflug. Husch. Jesus. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihm zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Okay. Angriff oder so? Oder war das mit dem Grabhorn die... War normalerweise irgendwie so ein riesengroßer Ritter und ein fettes Schwert und ballert Zehren auf mich? Nicht? Okay. Ganz sicher? Revelio. Okay. Hallo? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, hab ich.
Sam. Gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Mein Vater, noch meine Schüler, niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Übler Ausgang. Vor allem, dass einer von denen so einen Flug benutzt hat, ne? Unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten,
müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrok. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrok wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Und da gedampft wird Gazir. Hat noch keine Nachrichten bekommen? Eine Oriente? Ich gar nichts. Hatten das Relikts Belohnung. Ominous bei den Katakomben. Nein. Da. Mal hinreisen. Ah! Regaming! Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne. Good day, everyone. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Pass mal auf. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. So. Dann mal rein da. In die gute Stube. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Wäsche ist voll durchgedreht. Wie die Inferi? Werden welche sein? Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Halle. Komm, trink! Jetzt geht's hier aber zur Sache, du. Na, noch jemand am Stehen? Sebastian, was hast du zuletzt gemacht? Zuletzt waren hier nicht so viele Trinken. Und keine Spur von Sebastian. Oh,
Avada! Das Unheil ist in Ruhe. Fusa! Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden.